Innerhalb ihrer Machtbasis reflektieren. Einverstanden. Francis? Ja, ich glaube, Judiths Gesichtspunkt ist sehr stichhaltig. Vorausgesetzt, die Bewegung vergisst niemals, dass es das unveräußerliche Recht eines jeden Mannes ist. Oder Frau. Oder Frau. Dass er sich selbst frei Oder macht. Sie sich selbst. Oder sie sich selbst. Einverstanden. Danke, Bruder. Oder Schwester. Oder Schwester. Darüber hinaus ist es das Geburtsrecht eines jeden Mannes. Oder Frau. Die Frauen haben ein natürliches Recht, in unserer Bewegung eine Rolle zu spielen. Warum redest du nur pausenlos über Frauen, Stan? Weil ich eine sein möchte. Möchte, dass ihr mich von jetzt an Loretta nennt. Jeder Mann hat das Recht, Babys zu haben, wenn er sie haben will. Aber du kannst keine Babys haben. Unterdrücke mich bitte nicht. Ich unterdrücke dich überhaupt nicht, Stan, aber du hast keine Mumu. Warte, ich habe eine Idee. Nehmen wir an, dass ihr euch darauf einigt, dass er keine Babys bekommen kann, weil er keine Gebärmutter hat, woran niemand schuld ist, nicht mal die Römer. Aber dass er das absolute Recht hat, Babys zu bekommen. Gute Idee, Judith. Wir kämpfen gegen die Unterdrücker für dein Recht, Babys zu haben, Bruder. Verzeihung, Schwester.